Dann die Aufgabe A9. Eine dreistellige Palindromzahl ist eine dreistellige Zahl der Form ABA, wobei die Ziffern A und B gleich oder verschieden sein dürfen. Beispielsweise sind 272 und 555 dreistellige Palindromzahlen. Was ist die Quersumme der größten durch zwei teilbaren dreistelligen Palindromzahlen? Es kommt der Fachbegriff Quersumme vor und eine Quersumme einer Zahl bedeutet immer, dass wir die Ziffern addieren. Also die Quersumme von 272 wäre dann 2 plus 7 plus 2, also in dem Fall 11. Oder hier wäre die Quersumme 15. So, und jetzt ist die Frage, was ist die Quersumme der größten durch zwei teilbaren dreistelligen Palindromzahlen? Wir müssen uns nun auch noch überlegen, wann ist eine Zahl durch zwei teilbar? Eine Zahl ist durch zwei teilbar, wenn die einer Ziffer gerade ist. Also wenn die einer Ziffer eine 0, 2, 4, 6 oder 8 ist. So, und da wir jetzt eine möglichst große Quersumme haben wollen, müssen wir jetzt die Einerstelle so groß wie möglich machen. Und die größte einstellige Zahl ist die 8. Und insofern können wir sagen, die Einerziffer muss eine 8 sein. Und da es eine Palindromzahl ist, auch die Hunderterziffer. Die Zehnerziffer ist jetzt frei zu wählen. Und da wir eine möglichst große Quersumme haben wollen, nehmen wir jetzt für die Zehnerziffer die 9. Und so erhalten wir die Palindromzahl 898. Und die Quersumme von 898 ist dann 8 plus 9 plus 8. Und das ergibt 25. Und damit können wir sagen, die größte Quersumme einer durch zwei teilbaren dreistelligen Palindromzahl ist 25. Die Antwort E ist richtig.